Hallo YouTube. Ja, von daher, wir werden heute einfach mal schauen. Also gestern so blöde Sachen wie, dass irgendwie dass das Scan-Gerät nicht angezeigt hat, wo ich zum Beispiel Erz abbauen sollte. Und ich habe da wie so ein Idiot rumprobiert. Fand ich jetzt nicht so toll. Keine Ahnung, ob das ein Bug war oder ich zu blöd war. Wir werden es sehen. Wir sind auf Mars, haben eine Nebenquest angefangen, aber die werden wir erstmal nicht weitermachen. Ja, lade mal. Genau. Halten Sie zu Ihrer Sicherheit 2 Meter Abstand. Warum? Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Das haben wir alle schon. Ja, bis dann. So, dann mal eben hier Queste aussuchen. Ich glaube, hier war das. Bin da noch nicht so ganz drin, ne? Und zwar, hier waren wir dabei. Frage in Sidonia nach Moara. Das war die Quest, die wir als der Hauptquest-Strang. Aktivitäten kommen wir noch zu. Wir gehen jetzt erstmal hier vor und fragen nach Moara. Keine Ahnung. Ja, das ist ja hier, würde ich sagen. Hallo Conny. Grüß dich. Gut. Habe ich die jetzt aktiviert, ich Volldepp? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Muss mich immer noch mit der Bedienung des Pads ein wenig beschäftigen. Da klappt alles noch nicht so. Ist die aktiv? Ich glaube... ja, Kurs festlegen ist ja Schwachsinn. Ich glaube, aktiv ist sie. War so langweilig. Kommst du mit, du dumme Nuss? Ach, wirst du schon. Verschwinde lieber, das ist besser für dich. Die Red Devils sind kein normales Kneipenpublikum. Man sieht es in ihren Augen. Wir gehören hier nicht her. Du bringst mich noch in Schwierigkeiten. Mach ich das, aber er sagt irgendwie ein paar Meter in die Richtung. Dass das Büro des Governors auf der Hauptebene liegt. Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Kommst du auch? Ja, kann passieren. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Hauptebene, ich probiere mal. Ich sag's dir, Kaffee ist mein Lebenselixier. Kaffee ist wichtig, mein Freund. Ja, die Hitze macht einem halt auch zu schaffen. Mal gucken, wie lange ich heute streame, weil die Temperaturen hier drin sind. Puh. Die sind nicht schön. Das ist so Sauna-Style. Ach, scheiße. Ja, ich weiß schon. Sag mal, kannst du mir das nicht vorher sagen? Da. Helm. Sag Mann. Ich finde, das kann man mir auch mal... Warum dukst du dich, wenn ich mich duke? Weißt du auch nicht so genau. Man kann ja ruhig mal sagen, hey, da wo du jetzt hin willst, musst du einen Helm tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig unterwegs bin. Keine Ahnung. Wieso schickst du mich jetzt zum Schiff? Willst du mich jetzt gerade verarschen? Also so ein bisschen mit dem Menü hadere ich ja noch. Mission.
So, jetzt sag mir doch mal, wo ich hin soll. Ich habe die jetzt extra nochmal aktiviert. Ah, jetzt zeigt auch woanders hin. Jetzt muss ich wieder dahin. Willst du mich jetzt verarschen? Naja, gut. Wird schon richtig sein. Irgendwie hatte ich die Mission wohl nicht aktiviert. Aber zum Glück soll es nächste Woche kühler werden. Dann ist das auch nicht so eine Qual, am Rechner zu sitzen. Das Broken Spear noch geöffnet ist, ist die einzige vernünftige Bar hier. Ich weiß nicht, wir gucken da mal hin. Jetzt kann ich den Helm auch wieder absetzen. Wollen ja nicht mit. Ich habe gesagt, Helm absetzen. Ich glaube, dass ich das gesagt habe. So. Inmitten der Cydonia Graffiti Freiland. Müssen wir hier lang? Würde ich sagen. Unglaublich, dass wir immer noch riesige Mineralvorkommen aus der Erde holen. Das ist. Da ist doch mal jemand. Ich bin kein großer Fan von Lau. Ich serviere hier seit über 40 Jahren Drinks. So viel Stabilität gibt es. Ich will erstmal was trinken. Was willst du haben? Was hast du? Gib mir einfach mal was das. Bier und Wodka schmeckt gewöhnungsbedürftig. Nee. Gib mir einen Trinkback voller Bier. Und zwar nur eins. Brauch keine sechs. So. Ich suche einen Vanguard namens Moara. Der war lange nicht hier. Ist von der Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Okay. Das ist alles brutal. Er steckt in Schwierigkeiten. Könnte sein, ja. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, was? Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also. 2500 Credits? Bist du bescheuert? Hä? Gute Frage. Ich probiere das hier mal. Hey, Cydonia-Leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Ja, doch. Also wir wissen ja, je mehr Punkte davor stehen, desto schwieriger wird es. Stell ihn dir bitte da draußen vor, Mutterseelen allein, und du machst dir Gedanken über Geld. Was ist dir wichtiger, das Geld oder Moaras Leben? Ich finde das hier eigentlich recht gut. Ich will ja, dass ihr ihn findet. Okay, ich gebe auf. Ich muss eben über die Runden kommen. Ja, gut. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Okay. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Jetzt ruckelt's gleich hier wieder. Okay, was sagst du jetzt? Zur Venus? Ja, dann geht's los. Dann geht's jetzt zur Venus, würde ich sagen. Hallo Juna. Wow, es ruckelt wieder. Halt, hier mir irgendwie verlaufen. Das war nicht ganz der richtige Weg. Na, hast du Wochenende? Und dieses Mal vergesse ich nicht, den Helm aufzusetzen. Nicht, dass wir gleich wieder verrecken, wenn wir rausgehen.
So, dann müssen wir wohl zum Schiff. Und dann fliegen wir zur Venus. Ja, glaube ich dir. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hoffe jetzt, dass es Anfang nächster Woche echt deutlich... Also ich habe gelesen, es sollen richtige Gewitter kommen und dann soll es deutlich kühler werden. Das würde mich sehr erfreuen. Können wir da jetzt bitte mal ein Schiff einsteigen? Wo ist denn hier der Einstieg? Willst du mich verarschen? Wo ist mein Einstieg hier? Ach da, nehmen wir den noch einfach. Hallo. Nehmen wir doch einfach mal die Treppe. Ja, gehst du jetzt auch hoch oder ist heute nicht? So, Captain, wo soll's als nächstes hingehen? Ja, hatten wir doch schon. Oder was geht jetzt? Wir hatten doch gesagt, wir wollten zur Venus, zur hohle Frucht. Wir haben nur einen Punkt von Moaras Patrouillenroute als Anhalt. Dann mal tschüss. Ja, dann mal tschüss oder so ähnlich. Können wir eigentlich den Helm wieder abnehmen? Also habe ich heute gelesen, Anfang der Woche soll es richtig scheppern und danach auch deutlich kühler sein. Abheben. Zumindest zählte das für Niedersachsen, so stand es in dem Artikel. So, Venus ist das Ziel. Schwupp. Missionen. Das war jetzt dumm. Auf Karte anzeigen. Toll. Wo ist denn hier die Venus? Bist du die Venus? Ne, das ist Saturn. Da müssen wir hin. Ja. Das ist so eine... Also die Hallo, was haben wir denn hier? Was denn? Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Nein. Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Nein. Ihre Gottheit ist die große Schlange, die Ungläubige verschlingt. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Sie vermissen natürlich, sie wissen vermutlich nicht, wo unser Vanguard ist. Was machen Vanguard, was machen Varun-Verratiger hier draußen bei der Venus? Siehst du Vanguard? Also, die Nvidia-Karten, die neueren, können etwas, das nennt sich DLSS. Das ist eine Technologie, womit du mit, also, dass das sehr viel schneller wird und die Grafik nicht verschlechtert. Und die 40er-Karten, die ganz neuen, haben DLSS und Frame Generation. Das läuft nochmal besser. Die Programmierer von Bethesda waren der Meinung, sie müssten nur AMD-Karten verbessern. Also nur das AMD-eigene Verbesserungstool nutzen. Was dann für Nvidia-Karten bedeutet, dass sie schlechter laufen in dem Spiel. Und dann hat sich ein Modder hingesetzt und hat eine eigene Mod gebaut, die das in das Spiel einbaut. Habe ich natürlich gesagt, will ich haben, weil mehr Frames oder mehr Geschwindigkeit, schnelleres, besseres Laufen nimmst du mit. Habe inzwischen herausgefunden, dass es, also das DLSS funktioniert, das habe ich wieder angeschaltet. Das Frame Generation führt dazu, dass es abstürzt, da bin ich aber nicht der Einzige, der das hat. Und ich warte einfach auf ein Update, weil es ja auch so ganz gut läuft.
Siehst du... Nein, keinerlei Signale. Und wenn sie hier ein Vanguard-Schiff gesehen hätten, wären sie auch nicht so ruhig. Okay. Was machen die Varun-Fanatiker hier draußen bei Keine der Venus? Ahnung. Venus? Offenbar greifen sie wahllos. Na, dann haben wir ja gleich was zu prügeln, würde ich sagen. Varun unterhält zwar Beziehungen zu den anderen Fraktionen, aber sie haben keinen Einfluss auf die Fanatiker. Sagen sie. Okay. Nein, aber etwas anderes vielleicht. Und das wäre? Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Varun-Schiffen. Okay. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Logs herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard. Also prügeln wir uns mit denen. Sag es doch gleich. Wir müssen zu diesem Signal kommen, ohne angegriffen zu werden. Ich öffne, weiß ich nicht. Ich öffne das Feuer, diese Fanatiker sind, ja. Nicht so schnell. Was? Wir sind allein und sie zu dritt. Ja und? Minimieren wir die Energie. Schleichen wir. Vielleicht bemerken sie uns nicht. Aber ja, im schlimmsten Fall kämpfen wir. Schleichen? Bist du besoffen? Fahre die Schiffssysteme möglichst weit herunter, um nicht entdeckt zu werden. Systeme wie Waffen und Schilde verraten dich. Aha. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahre alle Systeme herunter, bis auf ein oder zwei Balken beim Antrieb und halte dich von gegnerischen Schiffen so weit wie möglich weg. Das läuft doch sowieso auf den Kampf hinaus. Naja, wir probieren es zumindest mal. Ballistische Kanonen aus, Raketen aus, Laser aus. Oh, Skillpunkt verfügbar, nice. Ja, und das ist oh, halt... Oh, große Schlange, segne diese Gemeinschaft. Wo sind die Scheißkerle denn da? Folgen können. Er sprang aus dem Zollsystem ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende Ewigkeit. Das wird sowieso auf Ballerei hinauslaufen. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Versucht das zwar so gut wie möglich jetzt hier irgendwie, aber... Müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass sie uns gleich wegballern werden. Zumindest angreifen. Für das Spiel gibt es inzwischen schon so unfassbar viele Mods, bei Baldur's Gate ja auch. Mit anderem Aussehen bei Baldur's Gate. Inzwischen ist da die Mod-Community echt schon groß dabei. Ich habe jetzt gestern heute kein Baldur's Gate gespielt, weil mir es echt zu warm ist am Rechner. Muss ich dann nicht noch tagsüber dran sitzen und mich zu Tode schwitzen. Dann heizt sich das ja auch alles über den Tag auf. Ich hoffe, dass das hier unser Ziel ist. Wie nah muss ich denn bitte schön noch ran hier, um da was zu... Halt! So, jetzt habe ich den Satelliten. Jetzt aktivieren. Das ist nicht gut. Die Erde und alles ringsherum wurde vor Ewigkeiten verlassen. Und in den alten Sternenwerften wimmelt es von Spacern und Plünderern. Na super. Gut. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich würde mich jetzt ganz gerne von den Pennern zumindest ein bisschen entfernen, bevor ich die Antriebe wieder anwerfe. Warte mal, das Ziel zeigt jetzt... Hierhin. Ich weiß allerdings nicht, wie weit das weg ist.